Hallo alle zusammen. Wenn man einen USB-Stick oder eine externe Festplatte an den PC anschließt, kommt es vor, dass das System eine Warnung ausgibt, dass man den Stick oder das Flash-Laufwerk formatieren muss, wenn man ihn benutzen will. Denken Sie an Situationen, in denen Daten auf einem solchen Laufwerk gespeichert werden müssen oder wenn keine wichtigen Daten auf der Festplatte oder dem USB-Stick vorhanden sind und eine Formatierung kein Problem darstellt. Die häufigste Ursache für den Fehler und das Laufwerk im Diskettenlaufwerk zu verwenden, müssen Sie es zuerst formatieren. In Windows 11 und Windows 10 ist ein Dateisystemfehler aufgrund von unsachgemäßer Adression, Schreibunterbrechung oder anderen Faktoren. Aber auch andere Gründe sind möglich. Wenn es sich um ein neues Laufwerk oder ein Flash-Laufwerk handelt, möglicherweise ist das Laufwerk noch nicht formatiert worden. In diesem Fall formatieren Sie es einfach. Wenn das Laufwerk, das Sie zu öffnen versuchen, zuvor unter Linux oder macOS formatiert und verwendet wurde und die angegebenen Dateisysteme unter Windows nicht unterstützt werden, handelt es sich um XD3, XD4 für Linux und im Falle eines Mac-Laufwerks 8.4S oder FS, wenn die Speicherkarte unter Android als internes Speicher verwendet wurde. Das Dateisystem des Laufwerks erscheint als RAW. Ein ausführliches Video darüber, was ein RAW-Laufwerk ist und wie man es repariert, ist bereits auf unserem Kanal verfügbar. Ein Link dazu findet sich in der Beschreibung. Sie haben also Ihren USB-Stick, Speicherstick oder Ihr externes Laufwerk an Ihren PC oder Laptop angeschlossen und erhalten die Fehlermeldung. Um das Laufwerk im Diskettenlaufwerk zu verwenden, müssen Sie es zuerst formatieren. Was zu tun ist, wenn ein Laufwerk, eine Partition oder ein Flash-Laufwerk einen Fehler aufweist und keine wichtigen oder wertvollen Daten oder Dateien vorhanden sind, von denen der Benutzer eine Kopie hat, oder die dort gespeicherten Daten sind wertlos, dann kann das Laufwerk oder der USB-Stick einfach durch Formatieren wiederhergestellt werden. Sie können dies auf jede beliebige Weise tun. Durch Drücken der Schaltfläche, den Datenträger formatieren, wenn Sie versuchen, den Datenträger zu öffnen, durch Rechtsklick auf den Datenträger und Auswahl von Formatieren oder mit dem Tool Datenträgerverwaltung. Dadurch werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht, aber seine Funktionsfähigkeit wird wiederhergestellt. Wenn Windows Sie nicht auffordert, das Laufwerk zu formatieren, wenn Sie versuchen, es zu öffnen und Sie es nicht mit anderen Methoden formatieren können, können Sie es wiederherstellen, ohne irgendwelche Dateien zu speichern, indem Sie den Befehl clean und das Tool diskpert verwenden. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus. Geben Sie dann diskpert und dann listdisk ein. Es wird eine Liste aller Laufwerke angezeigt. In meinem Fall muss ich mein Flash-Laufwerk bereinigen. Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl einer Partition. Danach geben Sie Select Disk ein. Um die Partition vollständig zu bereinigen, geben Sie den Befehl Clean ein und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sehen Sie, dass der Datenträger erfolgreich bereinigt wurde. Geben Sie dann den Befehl Create Partition Primary ein, um eine Partition auf dem Flash-Laufwerk zu erstellen. Wählen Sie die gleiche Partition durch Eingabe von Select Partition aus. Jetzt müssen Sie das Flash-Laufwerk in einem bestimmten Dateisystem formatieren, beispielsweise in NTFS. Geben Sie dazu Formats FS, NTFS Quick ein. Der Befehl Quick ist für die Schnellformatierung zuständig. Drücken Sie die Eingabetaste, warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Weisen Sie diesem Flash-Laufwerk dann mit Assigned Letter M einen Buchstaben zu. Beenden Sie danach Diskpert mit dem Exit-Befehl. Schließen Sie eine Befehlzeile. Öffnen Sie den Windows Explorer und überprüfen Sie, ob das Flash-Laufwerk voll funktionsfähig ist. Noch frustrierender ist es, wenn sich auf dem Laufwerk wichtige Daten befanden und Sie die Partitionen mit den Daten zurückgeben und nicht nur formatieren möchten. In diesem Fall darf das Gerät nicht formatiert werden, da sonst alle darauf befindlichen Daten gelöscht werden.
Führen Sie stattdessen die folgenden Schritte aus, um Ihre Dateien wiederherzustellen. Führen Sie das Befehlszeile als Administrator aus. Geben Sie den Befehl ein. Nach der Überprüfung repariert der Computer beschädigte Sektoren und das NTFS-Dateisystem auf dem Problemvolumen. Hinweis: Diese Methode ist wirksam, wenn das Flash-Laufwerk oder der Datenträger mit NTFS formatiert wurde. Kommen Sie nun zu der Festplatte. Wie Sie sehen können, funktioniert es. Alle Dateien, die sich vor dem Absturz darauf befanden, sind ebenfalls vorhanden. Wenn das Dateisystem des Datenträgers zuvor fad war, erhalten Sie diesen Fehler, wenn Sie chkdsdk ausführen. Was ist, wenn chkdsdk aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat oder das Dateisystem der RAW-Platte vorher fad war? Trotzdem ist es noch möglich, Ihre Dateien vor diesem Datenträger wiederherzustellen. Schließlich werden sie nicht gelöscht. Es liegt einfach ein Absturz des Dateisystems oder ein Fehler vor. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Wir haben eine Festplatte, deren Daten natürlich nicht verfügbar sind. Um sie wiederherzustellen, führen Sie Hetman Partition Recovery. Ein Link zu der Seite, von der Sie das Programm herunterladen können, befindet sich in der Beschreibung. Wählen Sie das Laufwerk aus, bei dem der Fehler ausgetreten ist, klicken Sie darauf und wählen Sie den Analyse-Typ, vollständige Analyse. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, erkennt das Programm alle Partitionen auf dem Datenträger und zeigt sie an. Klicken Sie auf die gewünschte Datei und das Fenster auf der rechten Seite zeigt Sie darauf gespeicherten Dateien an. Wenn Sie viele Dateien auf dem beschädigten Datenträger hatten, aber einige bestimmte Dateien finden und wiederherstellen müssen, klicken Sie auf den Ordner Tiefe Analyse. Dadurch werden die gefundenen Dateien im Ordner nach Format sortiert. Zeigen Sie die Dateien im Vorschaufenster an, wenn Sie dies wünschen. Um sie wiederherzustellen, Sie die gewünschten Dateien in das Fenster Wiederherstellungsliste und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie die Methode zum Speichern der Datei und geben Sie den Pfad an. Wiederherstellen. Die Dateien werden wiederhergestellt. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, das Laufwerk zu reparieren oder Daten davon wiederherzustellen. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.